Ich finde die Stimmung wirklich richtig cool. Man merkt die Dynamik, die hier vorherrscht. Und darum finde ich auch die Weiterentwicklung des ECCs wirklich den richtigen Schritt. Ein Tag B2C, anderen Tag B2B. So hat jeder die Möglichkeit, in beide Welten einzutauchen und zu lernen. Ja, die Welten wachsen zusammen. Wir können nicht mehr trennen zwischen B2C und B2B, sondern der Geschäftskunde ist auch ein Endkunde. Und letztendlich ist ja der B2C auch irgendwo ein Stück weit das Vorbild für uns im B2B-Bereich. Und da haben wir wirklich ganz viele spannende Vorträge gehabt. Mein Verständnis von Plattformthemen wurde hier wieder geschärft. Ich habe gesehen, auf wie vielfältige Art und Weise sich das Unternehmen letztlich ausprägt. Und da werde ich am meisten drüber nachdenken. Es ist beeindruckend von der Expertise, die da ist im E-Commerce-Bereich. Ist für uns natürlich auch von der Kundenbasis her spannend als Startup. Wir starten gerade erst mit E-Commerce und wir können noch viel lernen, sozusagen als Zielbild dessen, was man im E-Commerce-Bereich machen kann. Ja, Faszination zu sehen, was im E-Commerce-Bereich möglich ist. Das ist hochkarätig, was hier rumläuft. Also wir haben tolle Redner gesehen, da kann man wirklich was mitnehmen. Und deshalb komme ich auch immer wieder gerne hier hin. Und es ist auch eine sehr gute, lockere Atmosphäre. Also es ist nicht so steif wie bei vielen anderen Veranstaltungen. Das ist natürlich perfektes Networking. Also hier sind sie alle, sage ich mal. Ich kann für mich sagen, es hat sich 100% gelohnt. Ich kann das nur weiterempfehlen.